Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Zapunzels Orakel heute nochmal mit der Kamera frontal. Mal so, mal so. Ich weiß, dass manche es schon mal gerne haben, wenn sie demjenigen, der irgendwas erzählt, in die Augen schauen können. Und andere, die lieben es halt eher, in die Karten zu schauen. Aber da ich ja sowieso alles intuitiv deute, ja, mache ich auch das, so wie es mir gerade in den Kram kommt. Jetzt ist das andere Handy leer. Dann gibt es frontal Kartenlegung. Ja, schauen wir uns das mal an, wie es denn weitergeht mit deinem Otto, mit dir. Das, was ich hier erzähle, erzähle ich immer aus meinem Blickwinkel. Heißt nicht, dass meine Geschichte deine Geschichte ist. Allerdings in einem Kollektiv laufen viele Dinge synchron und manchmal schaffe ich es ganz gut, auf meine Art und Weise zu inspirieren, die Dinge vielleicht auch mal aus einer anderen Warte zu betrachten. Allerdings ist manchmal das, was ich hier erzähle, gar nicht unbedingt schon reflektiert, sondern ich bekomme tatsächlich Eingaben und stelle meinen Körper zur Verfügung, um diese Botschaften, die an die Oberfläche kommen wollen, nach außen zu transportieren. Et küt wie et küt. Und wir fangen jetzt mal an. Ich mache heute noch mal eine kurze Gegenüberstellung und wir schauen uns mal an, wo du ungefähr zu finden bist in diesem Prozess. Wie gesagt, mach dir nichts fassen, was nicht dein Dingen ist. Es ist und bleibt eine allgemeine Legung und kann maximal in Teilen auf dich zutreffen. Ist was anderes, wenn ich für dich privat in die Karten schaue. Für dich, warte, eine Karte noch für dein Gegenüber. Für dich ist hier die Karte schöner Schein gefallen. Vielleicht werden einige von euch auch nochmal auf den Prüfstand gestellt. Was hat es mit mir und dem Glauben an diese Sache auf sich? Da ist jemand, der hat mir schon so viel versprochen, der hat mir schon die Sterne vom Himmel geholt. Und was ist, schlussendlich bin ich doch allein. Vielleicht bist du aber auch jemand, der anders zu sein scheint, als er tief im Herzen eben ist. So nach dem Motto, ich kann alles alleine, ich brauche gar niemanden, das Single-Leben ist hahaha, so toll. Das ist Freiheit für mich. Ja, es ist die Frage, ne, ob alles so frei ist, wie man sich das denkt, oder ob nicht jedes Ding eine lichtvolle und eine Schattenseite hat. Mal schauen, was es mit dem schönen Schein auf deiner Seite auf sich hat. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo es darum geht, die Masken fallen zu lassen und wirklich von innen heraus zu leuchten und zu scheinen. Und zwar mit Licht und Liebe. Und Liebe grenzt nichts aus, auch keine Möglichkeiten. Er, die Ballerina, ist im Auferstehungsprozess. Ne? Er versucht da seiner Box, seinem Karton zu entkommen. Und er weiß schon, dass es in einer guten Partnerschaft darum geht, Geben und Nehmen in den Ausgleich, in die Balance zu bringen. Ist der eine aber lange Zeit schwächer, dann darf der andere auch schon mal ein bisschen unterstützen. Es wäre aber keine gute Idee, ihn immer wieder aus dem Schlamassel rauszuziehen, weil dadurch lernt er auch nicht selbst zu laufen. Er fängt an, die ersten Schritte zu machen, um Dinge, die nicht ausbalanciert waren, so ein bisschen in die Balance zu bringen. Und ich glaube, dass der Neumond ihm da auch ja ganz gute Inspirationen zur Verfügung stellt. In welcher Energie steckst du in den nächsten 24 Stunden? Pi mal Daumen, da kann man nie auf die Minute, auch ein bisschen mischen, wackelt das ganze Stativ. Da frage ich mich jetzt, warum. Ich bin mit dem Tisch gar nicht in Berührung. Ja, manche von euch sehen überhaupt gar nicht, dass die Ernte kurz bevorsteht. Ne? Die sitzen da, blasen Trübsal, fokussieren sich auf das, was es zu vermissen gibt. Dabei gibt es so viele schöne Dinge in deinem Leben. Warum erfreust du dich nicht an diesen Dingen? Manchmal ist es gut, einfach mal aufzustehen, sich umzuschauen, was denn da alles ist. Das ist auf jeden Fall fürs Gemüt und fürs Herz besser und gesünder, als sich auf das zu fokussieren, was man gerade eben nicht oder noch nicht hat in seinem Leben. Ein Kärtchen für ihn.
und seine Energie. Er hat hier im Hintergrund Herrscherqualitäten. Damit meine ich jetzt nicht diese dominanten Männer, die es immer wieder schaffen, Frauen zu beeindrucken und in die Angst zu treiben und zu unterdrücken, weil in den Kommentaren steht schon mal sowas. Es gibt vielleicht Abschnitte in diesem Seelenprozess, wo es dir so vorkommt, als hättest du hier mit einem absoluten Narzissten zu tun. Nee, der hat sich dieses Dominanzverhalten nur angewöhnt. Finde ich die Karte jetzt auf die Schnelle? Ich glaube nicht. Weil in seinem Leben die Frauen halt auch nicht unbedingt schön mit ihm umgegangen sind. Die haben ihn gegängelt, die haben ihn zum Werkzeug gemacht, die haben so getan, als wäre der Tuppes vom Dienst. Und irgendwann eignet ein Mensch sich dann halt eben genau so ein Verhalten an, dass ihm das niemals mehr passiert. Er hat Herrscherqualitäten. Ich rede hier von einem Otto, der Herrscherqualitäten hat, der ein sehr großer Empath ist, der, wenn er mit Menschen zu tun hat, diesen Menschen lesen kann wie offene Bücher, der vor allen Dingen auch nachempfinden kann, was in Menschen vor sich geht. Und wenn du jetzt mit so jemandem zu tun hast, von dem ich hier rede, ist er gerade dabei, sich einen großen Gesamtüberblick zu verschaffen und die ersten Schritte einzuleiten, die ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften oder wie vielten Schritte, das ist auch unterschiedlich, kann ich auch für eine allgemeine Legung nicht so sagen, sorry, es blendet, um hier Geben und Nehmen in den Einklang zu bringen. Der weiß schon ganz gut, dass du hier viel Vorbereitungsarbeit erschaffen hast oder getroffen hast, oder wie man das eben sagt, wir haben rückläufigen Merkur. Und der spürt vielleicht auch, dass du gerade eben nicht mehr so den Elan hast. Und mit der Herrscherkarte kommt er hier ins Spiel und das kann unter Umständen relativ überraschend passieren. Was sagt er dir? Was hat er denn zu sagen? Knack immer an dieser Stelle im Orakel, knack mein Rücken. Ja, ich habe dich viel zu lang und viel zu oft für Dinge verantwortlich gemacht, die ich mir selber zuschreiben musste. Ich höre im Hintergrund ein leises Tut mir leid. Ja, und es gab auch immer wieder Momente, da konnte ich dich einfach nicht nah an mich heranlassen, weil es mir fremd ist, dass mich ebenfalls jemand so durchschauen kann, wie ich andere Menschen durchschaue. Und gerade ist so eine Phase, da verstecke ich mich auch gern mal hinter materiellen Dingen. Dann hat man auch immer einen Grund, wenn man viel arbeiten muss, zu sagen, ich habe keine Zeit, weil Arbeit wird ja gewürdigt, auch gesellschaftlich. Man arbeiten muss, dann ist das immer eine Entschuldigung dafür, irgendetwas an Terminen oder ja, Dates nicht einhalten zu müssen. Du sagst ja, es ist schade, ich wünsche mir, dass es hier irgendwie anders sein könnte. Ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, dich zu kontaktieren, wenn ich das Gefühl habe, ich stehle dir deine Zeit, wenn ich das Gefühl habe, ich bin dir eine Last, dann bin ich wohl am besten jetzt einfach mal still. Das geht an einige hier im Kollektiv. Und das lasse ich jetzt mal ganz bewusst unkommentiert. Ich frage nur mal in die Runde, wo ist die Pippi Langstrumpf denn geblieben? Wenn die Pippi Langstrumpf sich ausgeruht hat, ne? Wenn die Pippi Langstrumpf K.O. ist, dann darf die auch mal eine Runde entspannen gehen. Aber wo ist er denn, der Abenteurergeist? In den nächsten 24 Stunden mit den Überschriften sieht es so aus, als hätte es damit nicht so viel auf sich. Und das ist jetzt absolut auch nicht bewertend. Das ist einfach nur das, was die Karten mir hier erzählen. Ich mache eine kurze Neunerlegung und dann versuche ich es zu raffen. Na, das ist so eine Sache, wenn du immer wieder gegen Widerstände läufst und Widerstände läufst, dann denkst du irgendwann, ich lasse es, bringt ja sowieso nichts. Aber dein Herz sagt es dir dann eines Tages doch wieder besser. Es geht ja hier nicht um so eine kleine, nette Teenagerliebe, so eine kleine Verliebtheit, wo du halt nach 4 Wochen mit der Sache abschließen kannst. Das ist ja was, wo die Seelen ständig nach sich schreien. Und wenn er dir jetzt da irgendwas vorgebetet hat, aus welchen Gründen er sich jetzt nicht mit dir
verabreden will oder dich nicht sehen kann, dann ist es die Frage, ist das das, was sein Herz erzählt oder ne, hat er mal wieder die Maske hinterm Schrank hervorgeholt? Wie sieht es damit aus mit dem schönen Schein? Blickst du dahinter oder ist es dir ganz angenehm, weil dann musst du dich auch nicht bewegen? Deine Seele erzählt es dir. Hör genau hin. Warum wackelt das hier so? Ach, weil der Stuhl mit dem Tisch verbunden ist. Ja, ne? Horche auf deine Gefühle. Und die Gefühle, die liegen jetzt hier an dieser Stelle in erster Position im Kopf. Für einige aber auch nochmal wichtig, jetzt diese Zeit zu nutzen, um zu ergründen, wie kann ich es mir finanziell leichter machen mit den Fähigkeiten, die ich besitze. Weil ich weiß von ganz vielen, die ganz viel Potenzial haben und es nicht nutzen. Im Dienste der Menschheit auch ihre heilerischen Fähigkeiten nicht. Geht ja hier mit unserem Auftrag nicht nur darum, die Seelenliebe da, ne, und so weiter. Er liegt mitten in deinem Herzen. Aber bei einigen von euch gibt es irgendeine Angst, die noch blockierend Einfluss nimmt, die dazu führt, dass du dich nicht öffnest. In den nächsten 24 Stunden kommt er nochmal. Nee, das hat was damit zu tun, dass du an Erfahrungen erinnert wirst, die du mit männlichen Wesen aus der Vergangenheit hattest. Und genau das ist es. Du darfst hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Er ist vom Typ her ganz anderer Mensch, auch wenn er vielleicht ähnliches Verhalten hinter der Maske zeigt. Wenn du ihn über einen Kamm scherst mit all den Personen, die du aus früheren Zeiten kennengelernt hast, die dich wirklich verletzt haben, dann stehst du hier deiner Wunscherfüllung im Weg und manchen wird das in den nächsten 24 Stunden klar. Hier möchte ein bisschen Heilung geschehen. Heilung, damit der Spielmodus wieder an die Oberfläche kommen kann und du dich authentisch gibst in seine Richtung und nicht als Erklärbär, als wir müssen klären. Ja, ne, einige dürfen ihren Selbstzweifel noch verabschieden, aber dass das eben nicht im Handumdrehen geht, das muss ich ja wohl auch keinem erzählen. Das ist die Tendenz hier im Kollektiv. Ach, ich muss mich manchmal über meine Gedanken selbst beömmeln, wenn ich dann schon 3 Worte weiter bin und die Worte zusammen mische im Kopf und sie dann außen auch wieder trennen muss. Ist egal. Ja, jut. Er hier wird ganz gut geknechtet durch seine Familie, immer noch. Ist auch ganz gut geprägt worden von diesen Menschen. Diese Menschen sind da unter Umständen alle nochmal in sein Feld gekommen und nicht zu knapp. Und er hat jetzt die Nase voll und möchte sich da unbedingt befreien. Weil Freiheit ist für ihn auch ein großes Gut, dass er aber alles andere als frei ist. Ne, mit all seinem Knast im Kopf, was die Finanzen angeht und auch mit all seinen Verbindlichkeiten in Richtung Familienangehöriger. Ich glaube, dem platzt hier fast der Kragen und der möchte sich befreien. Und das hat aber auch was damit zu tun, dass seine Sehnsucht in deine Richtung ziemlich groß ist. Kann gut sein, dass die Familie auch gegen eure Verbindung gebrettert hat. Er ist jetzt gerade dabei, seine Intuition besser zu nutzen als in den letzten Wochen. Auf der Herzensebene wird hier gerade noch was ausgebrütet. Ihm ist dann sehr bewusst, dass er hier immer wieder für Umwege gesorgt hat, reflexartig, weil diese Verbundenheit zu dir ihm manchmal unheimlich gewesen ist. Das hast ja nicht zu jedem. Wie gesagt, er ist schon ein Krack, der andere Menschen scannen kann, der auch als Medium oder Heiler arbeiten könnte.
Wenn dann jetzt plötzlich jemand kommt, der die gleichen Fähigkeiten hat und du hast das bisher in deinem Leben so noch nicht erlebt, dann ist das schon mal überfordernd. Und ja, jeder Treff mit dir, der hat dann zwar lichtvolle Seiten gehabt, ihn aber auch immer wieder an seine Schattenthemen erinnert, heißt, ist Arbeit, ist anstrengend. Dann ist der reflexartige Weg, ich mache die Tür jetzt zu, dann kann ich so tralalala mit meinem Gepäck weiter durchs Leben wandern. Ist zwar nicht immer unbedingt nur toll, aber was ist schon immer so toll? Nach Licht folgt immer Dunkelheit, aber dieses sich wehren, es erschöpft ihn. Es ist anstrengend. Vor allen Dingen auch immer zu denken, nachzudenken, anstrengend. Zumal er ja schon kennengelernt hat, wie leicht es sein kann. Und er hat auch schon kennengelernt, dass es manchmal erfüllender ist, mit den Händen zu arbeiten als mit dem Kopf. Oh, jetzt müsst ihr das bitte nicht falsch verstehen. Also ich meine kreativ mit den Händen. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Ihr wisst schon, was ich meine, wenn man halt eben Dinge ins Leben ruft. Und er ist jetzt hier dabei, auszumisten. Also der weiß, er gesteht sich schon ein, da er hier manchmal ein bisschen den Karton auf der Birne hat, was er will, ist ein Neustart mit dir. Und er will dich auch nochmal in irgendeiner Form vor die Augen bekommen. Und zwar dann, wenn er den Zeitpunkt für richtig einschätzt. Jo, und die Wellen, die da gerade um ihn sind, die sagen, meine Königin ist bereit, das Reich zu betreten. Und sie lebt die wahre Liebe, die nicht mehr an Bedingungen geknüpft ist. Und das kann gut sein, dass er hier seine Ängste überwindet und eine Nachricht in deine Richtung verfasst. Für einige, ne? Es ist und bleibt eine allgemeine Legung. Kann, muss nicht. Die energetischen Tendenzen gehen in diese Richtung. Und ich bedanke mich jetzt an der Stelle für deine Zeit und auch für deinen Energieausgleich in Form eines Likes, eines Kommentars oder eines kostenlosen Abos, bitte zurzeit keine super Thanks verschicken in meine Richtung, weil gerade unsicher ist, ob das ankommt. Ich bin geblockt von YouTube, was die Zahlung der Werbeeinnahmen angeht. Es ist immer noch fraglich, ob ich existiere. Das haben wir jetzt schon fast 2 Monate das Thema. Dann werde ich anerkannt. Dann haben sie wieder irgendwas anderes, was sie anzweifeln, obwohl ich die gleichen Unterlagen einreiche, die vor 3 Jahren einwandfrei funktioniert haben, aber bis vor 2 Monaten nicht. Soll so sein. Ich sehe es als Zeichen. Kommt schon wieder nur. Es wäre vielleicht dann schade für eure Energie, wenn die irgendwo im Nirgendwo verpufft. Und ja, nur so als kurze Info am Rande. Und ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit, einen super schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann du auf dieses Video stößt. Bleib mir gesund, lass das Herz regieren und bis bald.